Der Blick auf den Kalender, der Blick auf Bäume und Sträucher und der schlichte Blick aus dem Fenster verraten es, der Sommer geht zu Ende. Das bedeutet nicht nur Abschied von den warmen Tagen zu nehmen, am Sonntag hieß es auch Abschied vom musikalischen Sommer auf dem Schiffenberg zu nehmen, denn das letzte Konzert der Saison 2013 stand auf dem Programm. Schon lange ist es Tradition, dass das Abschlusskonzert des musikalischen Sommers von den Spielleuten der Wieseker Blasmusik gegeben wird. Auch in diesem Jahr erlebten die Zuhörer eine breite Mixtur aus Volksliedern und böhmischen Klängen. Mit gern gehörten Melodien regten die Musiker unter Leitung von Walter Seibert sowohl zum Mitklatschen als auch zum Mitschunkeln an und kosteten dabei ihr Repertoire voll aus, denn die Wieseker Musiker spielten sogar etwas länger als geplant. Rund 400 Zuhörer hatten sich auf dem Gießener Hausberg eingefunden, um das letzte Konzert des 38. musikalischen Sommers auf dem Schiffenberg mitzuerleben. In dieser Saison spielten zwischen Mai und September 66 Künstler bei freiem Eintritt auf der Bühne in der Klosterdomäne. So ist, wie sonst üblich an dieser Stelle, auch kein Konzert der Reihe mehr übrig, auf das hingewiesen werden könnte. Bleibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr zu einer 39. Saison des musikalischen Sommers.